Ja, und damit willkommen hier zu dem gewünschten Unpacking-Video von den ganzen Sachen, die ich auf der IMA und auf den Märklin-Tagen ergattert habe. Auf Instagram habe ich euch ja gefragt, wollt ihr ein Unpacking sehen? Und ja, ich habe jetzt, gestern hatte ich jetzt keine Zeit dafür, deshalb mache ich es jetzt heute am Montag. Ich habe jetzt ja die 3 Wochen frei, bevor mein Studium anfängt. Und was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, sobald dann das Studium anfängt, wird es auf jeden Fall wieder mehr Livestreams geben, weil der PC geht natürlich mit in das WG-Zimmer. Ich werde natürlich auch noch ein Update-Video machen. Ich werde euch dann mein WG-Zimmer zeigen. Und natürlich soll es dann auch dort wieder Livestreams geben, das ist natürlich klar. So, fangen wir aber mal an mit der ersten Tasche. Die ist tatsächlich nicht von der IMA, sondern die ist von meinem Modellbahnclub Schweikart, weil die haben jetzt dieses Wochenende auch 40-jähriges Jubiläum und dort gab es 20% auf keine Neuheiten. Und da habe ich mir dann einfach gedacht, okay, weil ich ja gerade an meiner Anlage am Planen bin, hole ich mir auf jeden Fall mal die ganzen elektrischen Sachen. Ja, also einmal hier den Booster. Dann, was haben wir da noch? Genau, das ist das sogenannte Terminal. So, jetzt müsste es etwas besser sein vom Licht, denke ich mal. Das ist das sogenannte Terminal. Das wird benötigt, wenn ihr mehr als einen Booster für die Anlage braucht. Das brauche ich auf jeden Fall, weil ich habe jede Menge Gleis und ich habe auf jeden Fall auch jede Menge Züge, weil jeder Booster bringt nur eine Ausgangsspannung von 3 Ampere. Ausgangsspannung 3 Ampere, das ist ein bisschen doof. Nein, Ausgangsstrom 3 Ampere. Und das ist ein bisschen arg wenig für so viele Züge, wie ich habe. Deshalb habe ich jetzt meine Anlage grob in 4 bzw. 5 Stromabschnitte gegliedert. Einer davon wird natürlich von der Central Station bedient. Das heißt, ich bräuchte noch 4 Booster. Ich habe jetzt einfach mal ein Komplettset mitgenommen und an diesem Terminal kann man 4 Booster anschließen. Weil die Central Station muss natürlich auch wissen, mit welchen Geräten sie natürlich interagieren muss. Deshalb wird dieses Terminal gebraucht, damit die Booster mit der Central Station später agieren. So, der Booster braucht dann natürlich auch ein Netzteil. Das sieht man hier, das ist das 60 Watt Netzteil. Das braucht der Booster. So, das habe ich mir natürlich einmal gegönnt und dann dachte ich mir, ja, es gibt ja eh 60%. Gibt ja eh 20%, Entschuldigung. Und dann bin ich nur ein bisschen so rumgeeiert und ja, habe noch ein paar schöne Waggons gesehen. Einerseits sammle ich natürlich schon fleißig für die Containerbrücke, die es dann später geben wird. Da habe ich dann einmal von Rocco hier so einen Tieflader gefunden. Ich glaube, das ist mein erster Wagen, wo Gas drauf ist. Also entweder Gas oder sonst irgendwelche Beladung. Also keine Container, wo sonstige Ware reinkommt, sondern wirklich Gascontainer als Aufsetzer. So, und dann dachte ich mir noch, okay, weil ich mir einen Tag davor, also es ist jetzt ein bisschen unlogisch gemacht, weil ich war beim Schweikart am zweiten Tag, am Samstag, ich war Freitag und Samstag dort und habe dann am Freitag schon im Märklineum in Göppingen Sachen für die ÖBB gekauft und dann dachte ich mir, okay, ich habe damals schon, oder besser gesagt, einer meiner ersten Anfangszüge war der EC der SBB und da ist es, glaube ich, so, da gibt es einen Steuerwagen, einen Erste-Klasse-Wagen oder zwei Erste-Klasse-Wagen und einen Zweite-Klasse-Wagen, das heißt, das wäre ein vierteiliger Zug. Das ist natürlich für mich jetzt ein bisschen arg wenig, deshalb natürlich richtig halten.
Deshalb habe ich mir natürlich nochmal zwei SBB-Wagen geholt, der zweiten Klasse, damit es auch ein bisschen logischer dann aussieht. Das heißt, ich hätte dann zwei erste Klasse, drei zweite Klasse und dann noch einen Steuerwagen. Ich glaube, der ist sogar auch erste Klasse. Was mich nicht ein bisschen gewundert hat, die Wagen haben unterschiedliche Nummern. Also ich denk mal einfach, dass Märklin das gemacht hat, damit die Wagen nicht alle die gleiche Betriebsnummer haben. Ja. Kamera, stell scharf. Okay, will nicht. Okay, dann halt nicht. Ja, das war auf jeden Fall das Paket vom Schweikart. Da dachte ich mir, oh je, oh je. Es war natürlich trotzdem 20%. Kann ich euch sagen, ich will jetzt hier keine Preise nennen, aber durch die 20% habe ich mir diesen Wagen gespart. Ja, kann man natürlich mal machen. Ich finde es auf jeden Fall cool. Und ich hätte schon fast gesagt, wir machen mal weiter. Nicht mit dem. Was haben wir hier drin? Was ist da drin? Was ist da drin? Moment. Ach ja. Okay, also das ist jetzt die Tüte eher mit Kleinigkeiten. Aber natürlich, die darf man nicht vergessen. Ich habe mir einerseits Beladung geholt für ein paar Rungenwagen. Das ist jetzt echt doof, so eine Tüte mit einer Hand aufzumachen. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Das sind entweder für die braunen. Wie heißen sie, die SNPS oder so, oder natürlich für die RILLNS heißen sie, glaube ich, also die zwei unterschiedlichen Rungwagen. Dafür ist jetzt auf jeden Fall mal gedacht. Und weil ich dort an dem Stand von Prima war, ja, Grüße gehen raus an Prima, an Uwe, habe ich die natürlich gefragt, weil die stellen Modellbahnanlagen her. Habe ich gefragt, ja, wie machten ihr so eure Bahnsteige? Weil sie bauen eine feste Breite ein, wo sie dann einen vorgefertigten Bahnhof von irgendeiner Firma, weiß ich, Faller oder sonst irgendjemanden verwenden können. Oder sie bauen ihn halt wirklich selber. Und weil ich halt einen sehr breiten Gleisabstand habe, muss ich ihn wahrscheinlich selber bauen. Und da habe ich mich dann entschlossen, von Auhagen die Bahnsteigskanten zu holen, und habe mir dann grob durchgerechnet, dass in einem Packen etwa 1,5 Meter drin sind. Ja, ich habe ja 3 Meter Bahnsteigslänge. So, das heißt, wenn das 1,5 Meter sind, dann habe ich hier drei. So, das brauche ich natürlich auf der anderen Seite auch. Ja. Und ich habe einen zur Reserve mitgenommen, weil man weiß ja nie, vielleicht geht ja irgendwas schief oder sonst irgendwas. Ja, deshalb 5 Packen hier mal mitgenommen, weil man kauft ja immer auf Vorrat, das ist ja so. Und vor allem Modellbahn macht ja süchtig. So, dann wie gesagt, ich habe mir etwas gegönnt von der ÖBB. Die Wagen habe ich bislang nicht bei mir hier zu Hause stehen. Ich finde sie aber selber sehr cool, muss ich sagen. Und auch im Märklineum gab es Prozente, leider nur 10%, aber das hat mich auch dazu entschlossen, nicht 5 Wagen, sondern 6 Wagen zu holen. Ja, Leute, Prozente sind immer schlimm, muss ich sagen. Muss ich sehr kurz sortieren. So, jetzt ist die Tüte leer. Und zwar, jetzt verdecke ich euch den Preis. So. Genau, das ist einmal der stinknormale Eurocity der ÖBB. Ich habe mir insgesamt zweimal in der ersten Klasse geholt und hier zu sehen, viermal in der zweiten Klasse. Den Bistro und das Fahrradabteil gab es leider nicht mehr. Die waren schon ausverkauft. Die werde ich mir aber sicherlich irgendwann mal holen. Ich habe die auf jeden Fall gesehen und dachte, die müssen auf jeden Fall auf meine Anlage fahren, weil der gehört ja auf jeden Fall auch zum Fernverkehr. Und ich möchte in den Sachen Fernverkehr
ziemlich gut dastehen auf meiner Anlage, also ICE-mäßig, Intercity-mäßig, ist ja alles schon da. Und deshalb habe ich mir auch, wie gesagt, die SBB-Wagen geholt, weil ich möchte auf jeden Fall auch den stinknormalen Schweizer und den, wie gesagt, den Österreicher auf meiner Anlage fahren lassen. Es soll ja nicht nur deutsches Material fahren. Kommen wir nun zur letzten Tüte. Kroko war natürlich auch im Stauffenpark. Da habe ich ja schon ein paar Fotos ein paar Fotos auf Instagram euch gezeigt, wie ich dort bin. Und dort haben sie in der Vitrine wieder mal, wie gesagt, ich bereite mich vor auf die Containerbrücke. Ich habe mir noch mal ein Tieflader geholt und dieses Mal mit zwei 40 Feet Containern drauf von der Firma Geest. Ich fand es einfach sehr ansprechend, muss ich sagen. Vor allem, wie gesagt, ich bereite mich drauf vor auf die Containerbrücke. Ich glaube, ich habe mittlerweile sogar schon zu viel. Es soll aber auf jeden Fall später mal ein Containerzug, also ein Vollzug, halt nennt sich das, glaube ich, mit Containerwagen auf meiner Anlage rumfahren. Dann brauche ich ja zusätzlich noch Container. Wagen, die ja dann bei der Containerbrücke stehen. Deshalb, man kann nie zu viel haben, Leute. Ja, merkt euch, das ist aber eine schlechte Angewohnheit, muss ich sagen. Dann habe ich auch im Merklineum noch das Vorsignal mit Kennlicht mir geholt. Das ist ja, glaube ich, erst seit vorletztem Jahr auf dem Markt. Gab es so bei Märklin bislang noch nicht. Ich habe es mir einfach geholt, weil ich weiß, ich habe sehr viele Märklin-Signale bei mir rumstehen. Ja, Märklin ist ja, glaube ich, mitunter einer der einzigen Hersteller, wo man keine Kabel in dem Mast sieht. Bei Viessmann sieht man ja wirklich alles. Deshalb bin ich muss man fast sagen, ein bisschen größerer Fan von den Märklin-Signalen. Aber natürlich, wenn man sich so mit Modellbahn nicht auskennt, dann reichen die Viessmann-Signale deutlich aus. Aber wie gesagt, ich weiß auf jeden Fall, dass ich das verbauen wollte. Und wie gesagt, das Merklineum hat ja 10% gegeben. Deshalb steht das hier. So, dann auch im Merklineum gekauft. Ich weiß, die Leute, die auf zwei Leiter fahren, die werden das nicht kennen. Das sind die sogenannten Mittelleiter-Isolierungen. Ich benutze sie aber, wie gesagt, nicht als Mittelleiter-Isolierung. Da kann ich euch gerne mal dann ein Video drüber zeigen, wie ich meine ganze Anlage plane. Wenn ihr das wünscht, könnt ihr gerne mal unten reinschreiben. Ich benutze das für die Abtrennung der Kontaktgleise. Die sind mir jetzt auf jeden Fall ausgegangen. Deshalb 6 Packungen passt. So, und worauf ich mich eigentlich am meisten freue, muss ich mal eine kurze Geschichte erzählen. Ich denke mal, jeder von euch wird wohl ESU kennen. Ja, eine Lokherstellfirma, die, wie ich sagen muss, sehr hohe Qualität zeigt. Sie haben einen wunderbaren Sound, sie haben extrem viele Funktionen, obwohl das ja mittlerweile auch andere Hersteller machen, aber ich glaube, sie haben damit angefangen mit den 28 Funktionen oder was weiß ich, wie viele da gehen. Und ESU hat auf ihrem Stand B-Loks dabei gehabt, E-Loks und Diesel-Loks für den Preis von 275 €. Und was noch dran stand, Waggons für 100 €. Ich habe aber, wie gesagt, keine Waggons gesehen. Es standen zu der Zeit, wo ich Freitagnachmittags gekommen bin, nur noch Diesel-Loks da. Ich stand sehr lang vor der Vitrine, muss ich sagen, weil es waren nur knapp 15 Loks da. Habe mich dann schlussendlich auf eine 245 mit dem 3-Löwen-Takt entschieden. Ich habe die ESU-Mitarbeiter gefragt, ja, sind das alle Loks, die ihr da habt? Dann haben sie gesagt, ja, das sind alle. Wenn die wechseln, sind sie weg. Dann dachte ich, okay. Und das nächste war, ESU hat keine EC-Kartenzahlung angenommen. Das heißt, ich hatte nicht so viel Bargeld dabei. Dann habe ich gefragt, kann man das zurücklegen lassen? Dann hat sie gesagt, ja, ist kein Problem. Auf welchen Namen, bla bla bla, habe ich Namen aufgeschrieben und so weiter. Bin am nächsten Tag gekommen mit 275 € und dann sehe ich, dass in der Vitrine neue Loks sind und dachte ich, das ist jetzt nicht euer fucking Ernst. Wie kann man
so die Leute verarschen. Und dann habe ich die 2,45 wieder zurückgegeben, weil ich habe schon eine 2,45 in normalem Verkehrsrot. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich habe noch keine richtige Rangierlok, weil es wird auf jeden Fall Rangierbetrieb hier auf meiner Anlage geben. Und dann dachte ich, okay, guck schnell mal rum, ob vielleicht eine neue Lok dabei ist. Und tatsächlich, es ist nämlich diese hier geworden. Von Stahl Gerlafingen. Ich weiß wahrscheinlich, die wird höchstwahrscheinlich nicht dazu passen, nachher Containerwagen zu der Containerbrücke zu ziehen. Aber ich werde die höchstwahrscheinlich dafür einsetzen, auch wenn da Stahl Gerlafingen steht. Aber wie gesagt, das ist jetzt, glaube ich, meine erste Rangierlok, die ich wirklich habe. Ist übrigens eine BR261. Ihr seht schon, mit 23 Funktionen, also wirklich heftig. Und was ich sagen muss, die anderen B-Loks, die sie da hatten, da stand immer dabei, ja, optische Mängel, optische Mängel, optische Mängel. Und bei mir steht dran, das ist ein Aktionsartikel, weil der nur Dreileiterbetrieb kann, also AC. Und sonst optische Mängel hat er gar nicht. Die Lok ist nur billig, weil ESU normalerweise Gleichstrom und Wechselstrom anbietet. Das finde ich halt mega krass. Das heißt, ich habe hier eigentlich für mich, weil ich ja eh auf AC fahre, eine perfekte Lok für 275 Euro. Da muss ich wirklich sagen, da bin ich wirklich froh, diesen Deal gemacht zu haben. Und ich freue mich schon riesig, die irgendwann jetzt mal in der Woche aufzustellen und mal laufen zu lassen. Also das wird für mich, boah, da freue ich mich schon drüber. Ich freue mich auf den Sound. Ich werde mir auf jeden Fall noch von ESU das Rauchdestillat holen, weil der hat schon einen Rauchgenerator alles fertig eingebaut. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal gerne unten dazu schreiben, ob ihr davon mal ein kleines Unboxing sehen wollt oder eine Testfahrt und so weiter, wo ich alles so ein bisschen mal die Funktion zeige. Wie gesagt, die Anlage, die steht ja alles noch auf Holz, es ist ja nur nichts ausdekoriert. Aber wenn ihr das wollt, einfach mal gerne unten reinschreiben. So. Genau. Das ist leer. Wie gesagt, stellt euch jetzt noch vor, hier lägen die sechs Waggons. Und ja, das ist mein Erlös von der IMA, Märklin-Tagen und vom Schweikart. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir das gerne mit einem Daumen hoch zeigen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wie gesagt, schreibt unten rein, ob ihr weitere Modellbahnvideos sehen wollt. Genau, wie ich einfach mal so meine Anlage erkläre, wenn euch das interessiert. Genau, ansonsten wie gesagt, einen schönen Tag und man sieht sich im nächsten Video. Tschüss!